Ihm scheint das Glück zuzufliegen. Hans ist der Sohn eines Sägemüllers und erfährt an seinem 16. Geburtstag, dass er die Prinzessin heiraten soll. Also will er Richtung Schloss aufbrechen. Dem König gefällt das jedoch gar nicht. So ein Bursche, ein Sägemüller, eines Sägemüllers Sohn, ein Waldarbeiter, ein Prolet. Er verkleidet sich und gibt Hans einen Brief für die Königin. Da dieser nicht lesen kann, ahnt er nicht, dass er sein Todesurteil in den Händen hält. Der Junge verläuft sich im Wald und stößt dabei auf Räuber. Diese finden den Brief und lesen ihn. Lies hier meinen Auftrag. Den Überbringer dieses Briefes lass schnell und unauffällig töten. Was? Was? Aus Mitleid mit Hans ändern sie das Schriftstück des Königs. Lies hier meinen Auftrag. Den Überbringer dieses Briefes lass schnell verehelichen mit der Prinzessin unserer Tochter. Was? Mann! Doch als der König dahinter kommt, ist er außer sich vor Wut. Ha! Gefälscht! Alles muss ich alleine machen. Ein kleiner Sägemüller erzählt überall herum, er würde der Schwiegersohn des Königs und käme dann selber auf den Thron. Ich gehe hin, leite alles in die Wege, aber nein, zu blöd, den Auftrag richtig auszuführen! Ich muss ihm meine Falle stellen. Er schickt Hans in die Hölle, aus der er 3 goldene Haare des Teufels mitbringen soll. Es ist eine abenteuerliche Geschichte, bei der man auch noch etwas lernen kann. Ich hoffe, dass das die Kleinen mitnehmen. Das ist so, es ist nicht schlimm, auf die Klappe zu fallen. Das ist also, man kann wieder aufstehen, man geht wieder weiter und man wird sogar noch schlauer und cleverer und vielleicht ein Stück erwachsener dann. Das Stück hat am Freitag, den 22. November um 11 Uhr im Staatstheater Cottbus Premiere.